Haven, the most heavily fortified city in Paradise, and the last location on Paradise that Sin hasn't yet assimilated. Sir, city security has 500 turrets targeting our vehicle. Fasten your seatbelt. Maybe fasten it more than that. Missiles incoming from the right. We've taken a hit. Miniguns are down. Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play Turbo Overkill. Es hat gerade ein bisschen gedauert, bis ich eingestiegen bin, weil ich dachte, Sam sagt vielleicht noch was, aber okay, dann nicht. Wir sind im Level Sunset Synthetica und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, jetzt in Episode 3 haben die Levels nicht nur zum Teil ein Intro, sondern ein Intro und ein Outro. Also noch mehr Story jetzt hier in der Episode. Und ja, wir sind jetzt wieder klassisch wie in Episode 1 in einem Stadtlevel und auch wieder in so einem wir werden auch wieder in solche Synthwave-Gebiete kommen, die es auch schon in der ersten Episode gab. Die gab es halt in Episode 2 überhaupt gar nicht. Und von daher, diese Level finde ich eigentlich immer ganz cool, aber das Level hier ist auch richtig lang. Wenn wir mal hier gucken, wir haben hier 618 Gegner. Ich glaube, das gab es vorher noch nie in einem Level. Also das ist wirklich... wirklich lang, das Level hier. I'm so very sorry, ah, sir. Sam sagt doch you'll was. Need to continue on foot. I can extract you if you can remove the threat of the anti-aircraft turrets. Okay, also Sam musste sich zurückziehen, allerdings gibt's hier diese Flugabwehr-Turrets und die müssen wir jetzt aus dem Weg schaffen. Aber vorher erstmal die Gegner, die hier kommen und uns nerven. Oder noch mehr Schießende. Aber schön, dass wir uns hier am Anfang des Levels direkt erstmal aufladen können mit ein bisschen was. Das ist natürlich angenehm. Denn das Level, das ist auch gar nicht mal so einfach. Hier haben wir schon ein erstes Secret. Ist gar nicht mal so einfach. Die schmeißen hier sehr viele große Gegner einem entgegen in der Map. Und das Problem ist, die sind immer auf irgendwelchen erhöhten Positionen oder weit weg, wo man sie nicht schön mit starken Waffen im Nahkampf irgendwie wegmachen kann. Von daher, da müssen wir wirklich aufpassen. So, und hier haben wir schon das erste von diesen Turrets, wie ihr seht. Oh, und diese scheiß Augen. Ich glaube, wir haben es erwischt. Wo ist jetzt dieser springende Assi? Da. Gut. Da war aber noch so ein Turret. Die kann man immer gut mit diesem Aufladeding hier wegmachen. Yeah. Okay. Das war schon mal ein guter Start. Immer schön umgucken, ob mir hier irgendwo noch Secrets sind. Okay, was soll dieser Raum hier? Wir wissen es nicht. Sieht sehr Secret-mäßig aus, aber ist gar nichts drin. Den kannte ich auch noch nicht. So, und hier haben wir diese Turrets. Und ihr seht, die sind auch so biomechanisch von Sin eingenommen. Und immer wenn wir so ein Ding zerstören, werden wir natürlich auch wieder auf eine Welle Gegner treffen. Wie ihr seht. Okay, aber das ging. Das war in Ordnung. Gut, dann geht's glaube ich weiter ins Casino. Wir hatten ja eigentlich schon letztens in einem Level so eine Art Casino-Gebiet. Why do you cling to an outdated concept of what it means to be alive? Johnny, let me help you reach your true potential. Okay, er will uns helfen, unser echtes Potenzial zu erfahren. Danke. Danke dafür. Die sind nicht so schön. Sehr gut. Haben wir was an Guns? Nein, ausverkauft. Splice, wir müssen noch gucken, ob wir neue Upgrades haben. So. Okay, da waren glaube ich auch... Oh. Erstmal die
diese Assis hier wegmachen, auch wenn wir dann die ganzen Nahkampfviecher direkt mitkillen. Uah, ich bin direkt in eine neue Gruppe reingelatscht. Natürlich nicht so gut. Okay, und von allen Gegnern hat genau ein Nahkampfvieh, eins von den im Prinzip schwächsten Gegnern, die es gibt, hat genau einer überlebt. Okay, ja, wir sind hier im Casino. Irgendwie ist alles total riesig, oder? Also ich meine, wenn das hier ein echtes Casino wäre, obwohl die Automaten gehen eigentlich, ne? Aber das alles ein kleines bisschen... Oh, die können wir sogar benutzen. Nice. Wusste ich gar nicht. Aber leider nichts gewonnen. Okay. Aber dass Johnny irgendwie ein bisschen klein ist, beziehungsweise alles in diesem Game ein bisschen zu groß geraten ist, wissen wir ja schon. Da ist eine Kassette. Wie immer müssen wir ins Wasser. Und hier haben wir auch noch so ein Ding. Flutsch. Irgendwie, wenn im Wasser nach unten geht, ist es immer super schnell. Und jetzt sind wir hier unterm Boden, glaube ich, oder? Ja, wir sind hier unterm Boden. Und dann haben wir hier noch ein Tech-Ship. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, nichts, so wie es aussieht. Nein, habe ich mich recht entsonnen. Und jetzt geht's hier nach oben. So. Okay. Mal gucken, da oben haben wir einen Schlüssel, einen blauen, den wir haben müssen, um hier durch die Tür zu kommen. Alles einsammeln. Okay. Kann man da hoch? Wir werden es rausfinden. Ja, und hier ist auch wieder ein Secret-Raum, der überhaupt nichts bringt. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Dev während der Entwicklung dieses Levels zwischendurch die Secrets auch mal geändert. Das ist vor allem, ich meine, das Spiel ist ja schon dadurch, dass das so episodenweise rausgekommen ist mit Early Access und alles, ist es ja so, wurde das oft geändert und ist eigentlich ja schon seit Jahren verfügbar. Also ich glaube, Episode 1 konnte man theoretisch schon seit Jahren spielen. Und ich weiß, der hat während der Entwicklung hat der schon auch Secrets geändert. Und vor allem in dieser Map Exodus, das war die Map, wo man mit dem Motorrad rumgefahren ist. Und da gibt's noch Guides von vor einem Jahr oder sowas, oder selbst von einem halben Jahr, wo die Guides die Secrets anzeigen, also wo die Kassetten und die Tech-Chips sind. Und das stimmt überhaupt gar nicht, weil der Dev das zwischendurch einfach mal komplett geändert hat, wo das Zeug alles ist. Und von daher kann es natürlich schon sein, dass eventuell auch in dieser Map hier mal bestimmte Räume für Secrets vorgesehen waren, aber das gar nicht mehr so ist. Oh Johnny, if I still had human skin, I might even be sweating. Ja, und wir werden jetzt hier auch für den Rest des Spiels immer mal wieder auf diese Maws treffen, wie es jetzt gerade hier der Fall war. Ich meine, die gehen ja zum Glück echt schnell und können ja im Prinzip nichts. Aber diese Maws, die werden jetzt für den Rest des Spiels immer mal wieder in Maps auftauchen. Okay. Oh, oh. Der lebt immer noch. Okay. So, und jetzt holen wir uns aber erstmal. Lebt der auch noch? Nein. Jetzt holen wir uns erstmal noch die. Genau, die Kassette, die hier noch war. Da kommen wir jetzt nämlich ran. Auch eigentlich ganz cool gemacht, dass jetzt hier so alles unter Wasser ist. Und dass sich der Raum aber auch nicht komplett gefüllt hat, ja, also selbst das wurde berücksichtigt, weil selbst wenn hier so ein großes Wasser, so ein Aquarium ist, das würde ja nicht auf einmal einen viel größeren Raum komplett füllen und das ist auch tatsächlich nicht so. Das ist eigentlich ganz cool. Können wir jetzt eigentlich komplett zurückschwimmen? Nee, das hier ist jetzt abgesperrt. Ah, guck, wir sind automatisch Sicherungstüren zugegangen. Nice, also in dieser Zukunft achten die anscheinend ein kleines bisschen auf Sicherheit. Wobei auch hier viele Gitter und Absturzsicherungen und Geländer und sowas fehlen. So wie in jeder komischen, dystopischen Zukunftswelt.
Aber, ja. Es ist anscheinend ein kleines bisschen sicherer hier in der Welt. Okay. Das Problem mit der Arbeitssicherheit und den Geländern ist ja hauptsächlich bei Star Wars. So, wo sind wir jetzt? Oh, wir gehen da hinten ab. Snipern wir einfach mal weg und dann ist da noch so einer. Okay. Dann haben wir nur ein paar solche. Alles gar kein Problem. Ich dachte jetzt schon, da kommt so ein Pferd hochgeeiert, ey. Ich weiß nicht, irgendwie sah die Kombination aus diesen kleinen Viechern, die da gerade ankamen. Oh, guck mal. Aus diesen kleinen Viechern, die da gerade ankamen und dem großen aus wie so ein Pferderoboter-Vieh. Ripper! Today I realized that I don't have any feelings when I have to cleanse someone as part of my job. I know most of these people deserve what's coming to them, but I used to feel something. I think this is all because of those assholes who decided to volunteer me for the nuclear medical trials. They turned my once brittle bones into something indestructible. And the stronger I get, the less I feel. And the less I feel, the more dangerous I become. Okay, Ripper, jetzt sogar mal so ein bisschen auf Herzschmerz, beziehungsweise ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, dass sie jetzt durch ihre ganzen Modifikationen nichts mehr fühlen kann und das findet, dass das Arschlöcher waren, die sie dazu gezwungen haben, diese Modifikationen machen zu lassen. Okay. So gut, bringt jetzt alles nichts mehr, weil Ripper ist ja tot, haben sie ja gekillt. So, was haben wir hier? Deine Kettensägenarme sind 8 Sekunden länger aktiv. Okay, interessiert uns absolut überhaupt nicht. Und jetzt müssen wir hier hoch. Passt das? Ja. Oh, da war gerade noch ein Dings. Okay, brauchen wir aber glaube ich nicht. Oh, jetzt ist gerade ganz viel gespawnt. Schießen wir einfach mal ein paar Raketen rein. Da ist gerade irgendwas gestorben, da ist irgendwas gestorben. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor hier, dieses Graffiti. Ah, hier. Noch ein Tech-Chip. Damit haben wir alle. Wie sieht's überhaupt aus? Ah, noch eine Kassette. Ne, noch zwei Kassetten, dann haben wir da theoretisch auch alle. Oh, es sind schon noch viele hier. Warum sind hier so viele? Ich höre vor allem auch irgendwas Größeres. Ach da, oh! Okay, ich sag noch, ich höre irgendwie was Größeres. Irgendwas Roboterartiges, was hier rumläuft. Wow, und Turrets auch noch. Turrets? Okay, wir können das nicht erwischen und das uns auch nicht. Aber jetzt. Okay. Auch noch welche. Mein Gott, wie viele Gegner haben die denn hier in das Gebiet reingestellt? Krass. Okay. So. Ist das da ein Loch, wo man rein kann? Nein. Okay. Müssen wir hin? Da nicht. Da können wir aktuell nicht hin. Bringt hier raufgehen irgendwas? Wir könnten nach hier hinten gucken. Oh, guck mal, jetzt können wir zumindest mal sehen, wo noch eine Kassette ist. Soll man hier hin? Ja gut, man soll vermutlich hier hin, weil hier sind ja... Hier ist ja Loot. Vor allem, ich höre irgendwas. Irgendein Gegner, der hier rumlatscht oder so. Ich kann irgendwas hören da. Komisch. Naja, werden wir noch hinkommen. Hier haben wir sonst nichts mehr, glaube ich. Oh ja. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Easter Egg, einem kleinen... Ja, ihr werdet es gleich sehen. Der Spliceautomat redet nämlich mit uns. Stick that hand in me! Splice now! Stick that hand in me! Please splice now! Please splice! Come on! You can splice more than that! Come back! You have more splicing to do!
Ja, ein kleiner sprechender, spaßiger Splice-Automat, der unbedingt mit uns splicen will, der tatsächlich ein Zwischenboss ist. Aber der auch nichts kann. Ja, der wird böse, wenn man... Also ich glaube, der wird immer böse. Selbst wenn man bei ihm spliced, schneidet er einen den Weg ab und lässt einen halt nicht gehen und wird dann zu einem kleinen Miniboss. Oh, was kam da gerade angeflogen? Da hinten? Oh, oh, oh. Da hinten ist so ein ganz, ganz weit. Und das meinte ich am Anfang des Levels mit... Die positionieren die Gegner am Arsch der Welt, damit man extra nicht hinkommt und die können einen dann mit ihren super starken Long-Range-Attacken können die einen fertig machen. Aber bringt denen alles nix. Error. Guck mal, der hat hier einen Bluescreen auf seiner Werbung. Das passiert also selbst in der Zukunft, passiert das anscheinend noch. Jetzt kommen wir hier in The Grotto. Cooles Pilz-Design. Alles jetzt so in diesem Synthwave-Stil. Mit Pilz. Eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Gefällt mir gut. Oh. Okay. Okay, wir müssen erstmal die Gegner da oben killen, glaube ich, weil sonst beschießen die uns die komplette Zeit. Oh. Wow, da schießt noch was Größeres auf mich. Jo, okay. Die spawnen noch mehr rein, oder was? Okay. Jetzt wollen sie es aber wirklich wissen hier in der Map. Und das ist fies, dass hier unten so viele Nahkampfviecher sind, die einem die ganze Zeit hinterherrennen. Und dann auch noch diese springenden komischen Elektroviecher. Und dann positionieren die extra hier oben drauf super viele starke Fernkampfviecher. Aber hat denen auch nichts gebracht. So, da oben ist auch alles tot. Ja. Sehr gut. Scheiß T-Rex. Ach, weg schon. Ja, okay, gut. Wow. Guck mal in das Loch. Okay. Zum Glück bin ich da nicht aus Versehen. Oder man kann eigentlich nur hoffen, dass man während des Kampfes da nicht aus Versehen in die Grube fällt. Okay. Aber das hat doch alles sehr gut geklappt. Das ist bestimmt krass, oder wenn hier so ein Rave ist in dieser Grotte, alles ist so pilzmäßig, alles Neonfarben, riesengroße Alkoholflaschen und hier eine Party feiern, so ein Rave ist bestimmt krass. Okay. Okay, da standen schön viele auf einem Haufen. Wie lange hat der eine Typ hier überlebt, ey? Naja. Aber gut. Munition einsammeln und weiter. Nice. Nichts mehr, so wie es aussieht. Dann können wir, glaube ich, weiter. Die Tür aufmachen. Ah, da waren wir schon heute. Da haben wir schon durch das Tor durchgeguckt. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Only those with power survive. And with sin under my control, I have all the power we need.
Okay. Also er kommt zwischendurch einfach nur, um ein bisschen anzugeben und Scheiße zu erzählen, aber hin und wieder kommt er halt auch zum Kämpfen mit seinen Klonen. Hast du schon? Mehr ist hier nicht. Das finde ich auch komisch. Jetzt haben die hier auf dem Rückweg, doch einer ist da noch. Jetzt haben die hier auf dem Rückweg irgendwie so total die, so drei, vier absolute 0815 Gegner einfach hier. Das war vorher die ultimative Kampfarena und jetzt nicht mal irgendeinen großen, sondern einfach drei, vier von den ganz kleinen Schießviechern. Das ist irgendwie komisch. Aha. Nein. Das ist nicht gut. Wie machen wir das jetzt? Aua, boah, die können da durchschießen. Das ist fies. Müsste der als nächstes sein? Okay. Das war fies. Also die Augen, die finde ich jetzt mittlerweile, sind die Augen die schlimmsten Gegner. Die Augen sind die schlimmsten Gegner von allen. Weil die, der kann man nur zu bestimmten Zeitpunkten angreifen und die schießen wirklich schnell in die Richtung, wo man ist. Und die machen auch sau viel Schaden irgendwie. So, jetzt kommen wir hier rein. Nice. You move so incredibly slow. Okay. Is the name Turbo supposed to be ironic? Was war das jetzt für ein Assi? Der sagt, ja, du bist so unglaublich langsam. Ist der Name Turbo ironisch gemeint? Und zu dem Zeitpunkt war der schon tot. Nice secret. So, wartet mal, was war das jetzt? Ach, hier waren wir heute schon mal. Jetzt ist hier offen. Das hatte ich vorher, also hier hinzukommen war vorher gecheased, wo ich von da hinten hier hingesprungen bin. Okay, das war ein Cheese. So, jetzt haben wir hier aber noch ein super fieses Secret. Und zwar, wenn man hier an die Decke guckt, da oben ist ein Gitter offen, wie ihr seht. Das ist wirklich ein richtig fieses Secret, um hier hochzukommen. Aber hier ist noch eine Kassette. Und ich stelle mich auch noch voll rein. Grüner Schlüssel brauchen wir hier. Haben wir nicht. Noch nicht. Und da unten ist, glaube ich, wieder so ein Geschützturm. Okay. Zeug aufladen und runter ein. Okay. Die hätte ich vielleicht nutzen können zum weiter Aufladungen bekommen. Oh Gott. Wie die haben das überlebt? Normalerweise okay, die haben diese Schilde, aber normalerweise eine Rakete überleben die trotzdem nicht. Hier haben wir noch welche. Wow, was hat mich jetzt erwischt? Da ist irgendwas direkt unter mir. Oh Gott, was war das jetzt? So. Wow. Das war fies jetzt. Damit habe ich nicht der lebt ja sogar noch. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die Pferde unter mir sind. Das war fies. Das wäre jetzt fast in die Trouser gegangen. Zum Glück habe ich direkt wieder 100 Armor gekriegt, weil diese Schlangenviecher, diese Giraffenviecher immer 100 Armor verlieren, wenn die sterben. Genauso wie diese vierbeinigen Kraken-Assis. So, hier komme ich nur her, ne? Hä? Komme ich jetzt da hoch? Ich weiß es nicht mehr. So, hier. Okay. Wie ich in die. Okay, das ist scheiße jetzt. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal neu machen. Aber ich bin aber auch volle Kanne. Aber volle Lotte.
volle Lotte in die Raketen von dem reingesprungen. Okay, jetzt hat's die gekillt. Wie machen wir das jetzt? Machen wir zuerst die? So sollte man das natürlich nicht machen. Oder? Sollte man. Geh weg, du Scheißwurm! Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was auf uns zukommt. Jetzt wissen wir wenigstens, was passiert. Also das Problem ist, dass hier so in der Nähe einer von diesen Vierbeinigen ist. Und deshalb müssen wir so... What the fuck? Der spawnt, schießt Raketen und ich bin einfach instant tot. Krass. Ja, es macht schon alles gut Damage hier auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Ja, und von allen haben jetzt genau die beiden Schildtypen überlebt, oder was? Okay, das machen wir jetzt anders. Vielleicht machen wir das auch so mit diesem einen Typen. Mit diesem einen, der da immer so kacke spawnt. Okay. Gar nicht so einfach hier dem Gift auszuweichen. Okay. Okay, jetzt müsste es klappen. Trotzdem noch schön auf die Fresse bekommen. Ja, okay. Sonst noch irgendeiner wo? Ach so, das Auge lebt immer noch. Okay, wollte schon sagen, wie kann man so... Da lebt immer noch einer. Okay. Meine Güte, war das eine Stelle hier. Was ein Chaos. Krass. Das war jetzt übel. Die Stelle war wirklich krass. Ach so. Ah, hat man schon geguckt, ne? Die Stelle war wirklich übel. So, wartet mal, wir können jetzt hier, glaube ich, noch irgendwo... Irgendwo können wir jetzt hier noch... Hier, glaube ich. Hier eine letzte Kassette holen. Ja, die hier hinterm Gitter war. Okay. Und hier haben wir auch die Terra-Tech-Truhe. Das heißt, der Terra-Tech-Schlüssel kann nicht weit entfernt sein. Da. Oh, was ist das mal? Schärfere Armsäge, ja okay, absolut uninteressant. So. Spawnt was? Natürlich spawnt hier drin irgendwas. Johnny, do you wanna? Stich. Oh, ich häng fest. Wieso lebt der eine überhaupt noch, der hier? Gibt's doch nicht. Wie kann der so lange leben? Ich hab doch Raketen auf den geschossen.
Muskeln. Das war ja jetzt sehr weird. Normalerweise überleben die nicht eine Attacke von den Mikroraketen. Ich meine, ich glaube, das ist schon vorher auch schon mal passiert. Aber dass die jetzt irgendwie permanent die Mikroraketen überleben, das ist natürlich echt blöd. Ich dachte, ich hätte dann eine schöne Strat gegen die, um die möglichst schnell wegzumachen. Aber ist anscheinend nicht der Fall. Schade, schade. Okay, aber wir stehen trotzdem noch ganz gut da eigentlich. Okay, das wollte ich nicht. Na gut. Trotzdem erstmal in Ruhe umgucken. Nochmal so ein cooles Graffiti mit einem Penguin. Penguin. Okay. Ah, guck mal, hier noch so eine Munition. Das ist doch sehr gut. Nutzen wir zwar echt wenig aktuell, aber... Hier nehmen wir mit. Wollte ich schon sagen, aber kann er doch. Okay, da lebt noch einer. Oh, wer der sich nach vorne gescheatet. Das ist gerade schon wieder... Oh, die sieht man echt schlecht, die Augen, muss ich sagen. Aber es hat geklappt. Ist hier was im Wasser? Nö. Okay. Hier haben wir den grünen Schlitzel. Können wir hier hoch? Ja, aber hier ist gar nichts. Okay, dann holen wir uns den grünen Schlitzel. Waren da hinten gerade zwei Pferde? Ja. Hat's die jetzt zerlegt? Nein. Jetzt aber. Okay. So. Erreiche Chapel Club. Auch oh. Sind jetzt hier auf einmal Turrets. Gut, gut, gut. Achso, ah, stimmt, hier war ja eine grüne Tür, ne? Hier war ja die grüne Tür, darum. Jetzt haben wir ja den grünen Schlüssel. Ja. Okay. Wieso hat da jetzt noch einer... Oh, wieso hat sie da oben nicht gekillt? Das ist für ein Mist. Und wieso hat hier unten noch einer gelebt? Ich habe doch eigentlich... Das waren, glaube ich, 6 Leute. Und ich habe auf 5... 5 ge... Oh, auf 5 gezielt. Und einen so erschossen. Oh, da oben kommt viel Blut runtergefetzt. Nochmal genauso weiter. Da stand anscheinend viel auf der Holzbrücke. Nice. Genau so muss das sein. Ja, da war viel auf der Holzbrücke. Aber Vergangenheitsform war. Nice.
nächsten Assi, können wir den von hier aus weg. Ja, okay. Wenn wir das so machen, wird es nicht gut funktionieren. Wow, wo kommen die Viecher denn jetzt her? Okay. Mit denen habe ich auch gerade nicht gerechnet. Hier sehe ich eine Armor. Okay. Da oben geht's weiter. Pickups haben wir mittlerweile alle, oder? Ja, genau. Nice. Go back to the scrapyard. It's where you belong. Wow, wo kommt er denn her? Okay, das war jetzt unerwartet. Huiui. Also das Level ist nicht so einfach. Also die machen vor allem, das Problem ist aber hauptsächlich, dass das Level nicht einfach ist aufgrund des Map-Designs. Aufgrund des Map-Designs ist es nicht einfach. Immer irgendwelche super weiten Strecken, total enge Gänge. Man ist nie im High Ground, sondern immer im Low Ground. Obi-Wan wäre absolut enttäuscht von uns. Ja. Obi-Wan wäre absolut enttäuscht von uns und dann auch noch total viele fiese Arschlochgegner überall. Ja, okay, was ist das da für ein Raum? Oh. Okay, da hat, glaube ich, nichts überlebt. Nice. Kann ich noch Armor mitnehmen? Nein. Okay. Sonst auch hier nichts. Dann können wir weitermachen. Oh. Das sparen wir uns erstmal. Wenn die Gegner explodieren, dann explodieren die immer in so krassen Fetzen, dass man absolut... Dass man absolut nichts mehr sehen kann. Okay, schon mal sehr gut, dass der weg ist. Die sind auch mit die fiesesten, weil wenn die ihre Raketen schießen, dann hat man auch echt... Dann ist man in einer Welt des Schmerzes angekommen. So, und jetzt, ich weiß nicht genau, ob uns das jetzt überhaupt was bringt, aber wir nutzen das jetzt einfach mal und beeilen uns mal ein bisschen. Vielleicht können wir das ja irgendwie nutzen in irgendeiner Weise. Dafür zum Beispiel. Okay, es hat mal was gebracht, glaube ich. Zwar nicht viel, aber... Ich glaube, ein bisschen hat es was gebracht, das Power-Up da. Den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Hallo, wieso kann ich den nicht anvisieren? Toll. Da hilft nur das. Und kurz verstecken. Was? Das haben alle überlebt? Okay, nochmal. Jetzt war ganz schön Munitionsverschwendung. Okay, jetzt ist alles weg. Was war denn das Komisches am Anfang? Splice today. So, dann haben wir hier das nächste... An.
bin ich eigentlich so scheiße? Okay. Well done, sir. You've disabled enough turrets for me to commence your extraction. Stand by. I'm close to your position. You have no purpose, Johnny. I can give you one. Why cling to your fragile humanity? Embrace the change or you'll vanish like the rest of your life. Ja, okay, und da oben geht's direkt weiter, oder was? Never leave this rock, Johnny. Make yourself comfortable. Okay, der ist weg. Nice. Mann, oh, was? Das ist ja noch mehr. Okay. Jetzt kann man, glaube ich, hoch. Natürlich ist da noch einer. Ja, und ein einzelner Gifttyp oder was? Was ist das hier, ey? Aber gut, ich glaube, wir haben es geschafft. Gucken wir mal. Ja, sieht mal so aus. Nice. Das war's. Haben wir kurz mal Johnny gesehen. Werden wir jetzt gleich auch noch besser, wie wir jetzt mittlerweile aussehen. Echt kaum noch Mensch. We got him. He's under it. Get in front of the door. Nices Outro. Und Sam ist wieder da, weil wir alle Anti-Aircraft-Turrets zerstört haben. Heading to the starport now. Take a moment to appreciate the view, sir. This may be the last time we see Paradise. The plan from here is straightforward. We reach orbit and make our way to the Vector 4 station, where we terminate Maw. Once this is accomplished, we'll work on figuring out how to permanently shut Sin down. Just a few gods to kill, sir. Shouldn't be too difficult. Not for you. There it is, the starport, and our last ticket off paradise. Sir, shouldn't we be on that shuttle? Nos. Turbo overdrive activated. Almost. Now, jump. Auch schön, dass man einfach so von außen anscheinend diese Tür öffnen konnte. Aber das war's. Sektor bereinigt. Alle Kassetten, alle Tech-Chips, alle Kills. Das soll's gewesen sein mit Sunset Synthetica. Ich sag hier Tschüss. Freue mich schon auf eure Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.